Ach, ich muss schon sagen, es sind wirklich aufregende Zeiten für uns Nerds dieser Tage. Es gibt nicht nur einen brandheißen ersten Look auf Robert Pattinsons The Batman, es wird auch etwas ernster um das Sequel zum Joker-Film und Captain Marvel 2 steht im Verdacht, die X-Men ins Marvel Cinematic Universe einzuführen. Das schauen wir uns an und ich habe noch einige weitere spannende Themen in der dieswöchigen Ausgabe der Nerd News. Mein Name ist Marc, ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los. Die Oscar-Verleihungen sind noch nicht allzu lange her und es dürfte sich inzwischen bereits herumgesprochen haben, dass Joaquin Phoenix den begehrten Goldjungen für die beste männliche Hauptrolle im Joker-Film abstauben durfte. Das Ganze ist mehr als nur überfällig und auch absolut verdient, denn der Bruder des damals jung verstorbenen River Phoenix hätte schon damals für Gladiator, spätestens aber für Walk the Line einen Oscar verdient gehabt. Jetzt hat's aber endlich geklappt. Da der Film mit seinen gerade mal 55 Millionen Produktionskosten, zumindest laut Regisseur Todd Phillips, vermutlich muss man da noch das Marketing dazu rechnen, aber trotzdem war er mit rund 55 Millionen Dollar ein ziemlich günstiger Film, hat aber über 1 Milliarde Dollar eingespielt und das macht ihn zum profitabelsten Comicfilm aller Zeiten. Avengers Endgame hat natürlich am Ende viel mehr eingespielt, aber der Joker-Film hat nicht mal ein Siebtel der Produktionskosten verschlungen, die Avengers Endgame in den Rachen geworfen wurden. Das macht natürlich auch die Rufe nach einem Sequel laut. Und gemäß Variety hat sich Regisseur Todd Phillips bereits mit den Verantwortlichen von Warner getroffen, um einige Einzelheiten zu besprechen. Das Ganze würde natürlich keinesfalls ohne Joaquin Phoenix gehen. Und der hatte zwar zunächst ein Sequel eher ausgeschlossen, hat sich aber ein Hintertürchen offen gelassen, indem er aussagte, dass er nur zurückkommen würde, wenn die Geschichte es wirklich wert sei. Und das kann ja alles Mögliche bedeuten. Ich glaube, bei so einem lukrativen Film und einem so guten Wertschöpfungspotenzial ist ein Sequel eigentlich unausweichlich. Aber was denkt ihr dazu? Fändet ihr es ziemlich cool, nochmal einen zweiten Joker-Film zu sehen, mit dem genialen Joaquin Phoenix wieder in der Hauptrolle? Oder sagt ihr, der Joker ist eigentlich ein Meisterwerk, das einfach mal für sich stehen sollte? Lasst es mich hier unten in den Kommentaren wissen und dann reden wir drüber. Nicht so gut wie für den Joker läuft es leider an der emanzipierten Front des DC Extended Universe. Da kackt Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn, nämlich gerade so richtig fies an den Kinokassen ab. Gerade 33 Millionen Dollar konnten am Startwochenende verzeichnet werden und das macht Birds of Prey noch vor Shazam zum schlechtesten DCEU-Film, was die Einspielergebnisse angeht. Mit dem heutigen Stand ist zwar die Produktion größtenteils wieder drin, aber ein Erfolg sieht halt leider anders aus. Also dachte man sich bei Warner, das lösen wir jetzt ganz klug, denn bestimmt ist es der ja nun wirklich etwas sperrige Titel Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn, weshalb die Leute nicht in die Kinoseele wollen. Also ändern wir einfach den Namen. Ab jetzt heißt der Film nämlich offiziell Harley Quinn, Birds of Prey. Somit ist den Leuten dann auf einmal halt viel klarer, worum es in dem Film geht. Und das soll die Misere lösen, denn die war schuld und nicht der eher durchwachsene Suicide Squad Film und das etwas wirre Drehbuch. Und das war auf jeden Fall der Name und jetzt wird alles besser. Was sagt ihr dazu? Geistesblitz oder Schnapsidee? Beim bekannten Radiosender BBC Radio 1 gibt es eine beliebte Rubrik namens Kids Ask Difficult Questions, also Kinder stellen schwierige Fragen. Dabei wurde Superstar Robert Downey Jr. unter anderem gefragt, welchen Superhelden er gerne gespielt hätte, wäre er nicht zu Iron Man geworden. RDJ erklärte, dass es wohl der Traum eines jeden kleinen Jungen sei, einmal Spider-Man spielen zu dürfen. Aber da er selbst großer Fan von Jeremy Renner ist, der den Hawkeye vor allem als Ronin sehr cool spielte, würde er selbst sich für die Rolle des Hawkeye entscheiden. Eine treffsichere Wahl. Welchen Superhelden würdest du auf der großen Leinwand spielen, wenn du die Gelegenheit hättest? Schreib es mir jetzt sofort in die Kommentare. Führt Captain Marvel 2 die X-Men ins MCU ein? Marvel Insider Mikey Sutton berichtete, dass der bei den Fans sehr beliebte Charakter Rogue in Captain Marvel 2 als Antagonistin eingeführt wird und dass sie, analog zu den Comics, zunächst zu den Bösen gehören wird. Vorstellbar sei eine Art Brotherhood of Evil Mutants, wobei Mr. Sinister statt Magneto als Anführer der Schurken fungieren soll. In den Comics verbindet Rogue und Carol Danvers eine lange Geschichte, in der Carol durch Rogues Fähigkeiten alles genommen wird und die bis heute immer wieder referenziert wird. Material für einen richtig coolen Film wäre also da und es wäre auf jeden Fall klasse, wenn die X-Men so langsam im MCU in Erscheinung treten. Superman ist nicht nur super, sondern auch Amerikaner, selbstverständlich. Und das trotz außerirdischer Herkunft, fast so amerikanisch wie Captain America, Fast Food und Donald Trump. Aber was wäre eigentlich gewesen, wenn das Shuttle von Kal-El nicht in Kansas, sondern in der damaligen Sowjetunion gelandet wäre? Was macht das mit der wackeligen Weltpolitik und was haben Batman, Wonder Woman und Lex Luthor damit zu tun?
Das alles erzählt die alternative Superman-Geschichte Red Son von Mark Miller aus dem Jahr 2003, die nun als Animationsfilm umgesetzt wurde. Ab dem 19. März 2020 gibt es das besondere Superman-Erlebnis digital zu sehen und ab dem 9. April dann auch auf DVD und Blu-ray. Na zdrowie! Die She-Hulk-Serie geht ebenfalls in Produktion. Laut der üblicherweise recht zuverlässigen Seite Illuminerdy sollen die Dreharbeiten diesen August in Atlanta beginnen und bis März 2021 abgeschlossen sein. Aktuell sind die Scripts, die von Rick und Morty-Autorin Jessica Gao verfasst werden, aber noch nicht abgeschlossen. Somit beginnen die Arbeiten aber immer noch einen Monat vor der Produktion der Hawkeye-Serie, die übrigens neuesten Gerüchten zufolge Clints Bruder Trickshot einführen soll. Es bleibt also weiterhin spannend um die diversen Serien, die 2021 nachfolgen und das Disney Plus Serienuniversum weiter anwachsen lassen sollen. Sicherlich ist euch schon mal aufgefallen, dass ich immer ganz nerdtastisch angezogen bin und immer ziemlich coole Comic-Shirts habe, die auch noch verblüffend oft zum Thema der jeweiligen Episode im Video passen. Ist natürlich kein Zufall, ich decke mich halt schlau ein und das könnt ihr auch. Bei meinen Buddies von www.closeup.de bekommt ihr bis inklusive dem 18.02.2020 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr dazu den Rabattcode COMICLADEN02 eingebt. Ich habe euch alle Infos nochmal hier unten in die Videobeschreibung gepackt und ihr könnt euch jetzt ein super geiles Nerdteil zum Schnäppchenpreis gönnen. Und wir machen weiter mit dem Video. Das Thema der Woche ist natürlich, wie könnte es auch anders sein, der brandheiße allererste Look auf Robert Pattinson im Fledermauskostüm. Dabei handelt es sich aber noch nicht um einen Teaser oder einen Trailer, sondern um einen Kameratest, den Regisseur Matt Reeves aber trotzdem schon mal veröffentlicht hat. Und das ist auch nicht blöd, denn Robert Pattinson ist ja als neuer dunkler Ritter durchaus nicht unumstritten. Der Anzug selber sieht schon mal ziemlich cool aus und die rund 2,7 Millionen Zuschauer, die es auf YouTube gesehen haben, stimmen dem soweit auch zu, denn die Resonanz ist größtenteils positiv. Was auf jeden Fall sofort auffällt in der, naja, trotzdem ja eher schlechten Beleuchtung, ist das große Batman-Symbol in der Brust der Rüstung. Und das ist besonders cool, denn hier handelt es sich offenbar um zwei saumäßig fies aussehende Batarangs, die für die Gegner ganz schön gefährlich werden können, so scharf und spitz wie die aussehen. Der ganze Look und dazu auch die Musik, die manchmal fast schon ein bisschen an Star Wars erinnert, lassen vermuten und hoffen, dass wir hier vielleicht einen durchaus erdigen und kantigen und düsteren Batman kriegen, aber da steht natürlich noch in den Sternen, ebenso wie die zahlreichen Spekulationen der Fans, vor allem in der Kommentarsektion. Dort wird nämlich fleißig gemutmaßt, dass Robert Pattinson vielleicht gar nicht Bruce Wayne spielen wird, sondern Dick Grayson alias Nightwing, der in den Comics ebenfalls einige Zeit lang in das Kostüm der Fledermaus schlüpft, um Bruce Wayne zu vertreten. Ob dem so ist, wissen wir noch nicht genau, aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Als Gegner werden wir im Batman-Film unter anderem den Riddler und den Pinguin sehen. Höchstwahrscheinlich, ist noch nicht bestätigt, aber Peter Sarsgaard als Harvey Dent aka Two-Face. Wir bekommen Zoe Kravitz als Selina Kyle aka Catwoman zu sehen. Und natürlich meine Lieblings-Ex-Gollum und ehemaligen Wakanda-Ausräuber Andy Serkis als treuer Butler Alfred Pennyworth. Das war's mit der heutigen Folge der Nerd News und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Was hat euch am meisten interessiert und am besten gefallen? Der neue Anzug von Pattinson? Oder sagt ihr, Mensch, X-Men im MCU ist ja noch viel spannender? Oder wow, ein russischer Superman? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und dann reden wir ein bisschen drüber. Däumchen nach oben wäre richtig cool, wenn ihr das Video gut fandet. Und außerdem macht es klug und sexy. Und ja, wenn ihr keine weiteren News mehr verpassen wollt, dann haut ihr einfach ein Abo raus und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ihr wisst ja inzwischen, das Zuschauen lohnt sich. Mein Name ist Marc, ich sag vielen lieben Dank fürs Einschalten, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.